alle irgendwie nicht doch an ihr komisches Leselampenlicht. Interessant. So, genau. Köln, 10.51 Uhr. Gut, das mit der Zeitberechnung ist noch etwas. Ich kann mir vorstellen, dass das ausschließlich nach den Kilometern geht, was nicht sinnvoll ist, weil wenn du mehr durch Städte gurkst als durch was anderes, dann muss die Zeitberechnung etwas anders sein. Also entweder den Fahrer das anpassen lassen, wobei ich mir das schwierig vorstelle, weil ich glaube, man fährt selten gerne die gleiche Route immer wieder ab. Also ich stelle mir das nicht so spannend vor. Nix Fahrzeug auf Gelände. Das ist gelogen. Ich war mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Wenn ich dafür jetzt Punktabzug bekomme, dann... Nee, ist okay. Nee, macht noch echt nichts aus. Okay, macht mal was aus. Ja, das wollte ich gerade noch erzählen. Ich trinke einfach schon Kaffee, ist mir egal. Wird einem noch nach 2 Stunden Fahrt auch mal gegönnt sein. Sich ein kaltes Heißgetränk zu gönnen. Das nicht mehr heiß ist, weil es vor 2 Stunden Ingame-Zeit gebrüht worden ist und vor einer Dreiviertelstunde Echtzeit. So, warte mal, ist immer interessant. Also wir sind jetzt laut. Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Zeit in den Chat langsamer vergeht. Gucken wir mal ganz kurz auf die Uhr. 2,6 Ingame-Stunden und 47 Minuten Echtzeit. Okay. Das ist nicht ganz Maßstab 1 zu 10. Also in Städten vergeht, glaube ich, die Zeit langsamer. Das ist am ETS genauso. Hier wieder viel zu kurze Kreuzung. Was soll das? Gut, es geht jetzt zwar gleich weiter, aber okay. Hui. Immer schön im ersten Gang anfahren. Das macht jeder Bus gerne. Vor allem welche mit 12 Gängen. Die machen das immer. Hust, hust. Ich habe einen Frosch im Hals. Der Kaffee war kalt. Aber dafür werde ich schön. Ja, dann kann nämlich hier der schönste Busfahrer auf Erden. Ja, weil ich kalten Kaffee trinke. Ich trinke mich immer kalten Kaffee, weil ich konzentriere mich irgendwie aufs Fahren. So. Und die Schattenwürfe der Autos sind auch noch nicht ganz korrekt, wie es mir deucht. Der müsste etwas weiter unter dem Auto sein. Hüsch, die Sonne kommt aber von links. Ja, aber trotzdem ist es ein bisschen weiter. Oder ist es korrekt? Ich weiß es nicht. Sonne. Ja, so auf den ersten Blick. Pi mal Daumen könnte stimmen. So. Wir fahren Richtung Bonn. Interessant. Auch wenn wir jetzt erstmal nach Köln rein müssen. So, die biegen jetzt erstmal alle links rum ab, die da sind. Und jetzt können wir mal ganz kurz um unser Navi rauskramen. Also, wir sind jetzt hier schon da oben in Köln, ne? Und dadurch halt, dass wir ein Express sind, fahren wir halt so ein bisschen anders hier. Wie ihr gesehen habt, so, Köln. Aber müssen wir echt mitten durch die... Wie wäre es mit der Alternativroute zum Rauskommen oder so? Oder hier eine Verbindung nach da? Wir gucken nachher exakt den gleichen Teil wieder zurück zur Autobahn. Na gut. Spannend. Dann verkehren wir das aber schon mal. Ach, leuchten. Die leuchten verschieden hell, die Dinger da vorne. Die machen so blink, blink. Meine Absperre macht blink, blink und alles. Ich vergessen. Nein, nicht ganz alles. So. Wobei, ja gut, den 10.51 Uhr kommen wir jetzt nicht nahe, aber ein bisschen Zeit verweilen wir hier dann doch noch in Köln mitten auf irgendeiner Brücke. Wo sind wir jetzt eigentlich hier genau? Warte mal. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Vorne sind Low-Detail-Bäume. Da ist eine Brücke, die ich so auch schon in Karlsruhe gesehen habe. Und hier ist jetzt Köln. Ah, mit der Brücke. Ah, das ist hier. Okay, interessant. Ist wahrscheinlich grün, gell? Ja, klar. Warum soll es auch nicht grün sein, wenn ich gerade durch die Gegend gucke? Wie so ein Hans-Guck in die Luft. So, aber das hier ist die Brücke mit den... Ich weiß nicht, wie die heißt. Ihr wisst alle, wie die heißt. Die mit den... Da... Mit den Zügen, wo keine Züge gerade drauf fahren, wo da irgendwie alle 2 Minuten Züge fahren. Weniger als alle 2 Minuten, alle 2 Sekunden. Das ist übertrieben. Ja, aber das ist ein Stilmittel. Wie heißt immer das übertriebene Stilmittel? Hat einen Namen. Irgendwas mit Hyperbel oder sowas. Wobei, das erinnert mich an Mathe. Ne, aber ich glaube, Hyperbel war es. Ach ja, ich war da. Oh, ich brett hadern. Cool. Hui, hört auch mal auf zu retardern oder retardern jetzt bis zum Stillstand? Ah, der hört gegen Ende. Der retardert bis irgendwie gefühlt 1 km/h runter. Das ist eher minder realistisch. Aber naja, gut, das ist... Ich denke mir immer, wer bin ich, der das zu beurteilen mag? Ne? Ich bin ja nur der kleine dumme Busfahrer hier.
der gerade gespannt darauf wartet, dass die da vorne ihre Fahrt fortsetzen werden. Wow, bis du in den ganzen Städten durch bist. Ich hab mir immer gedacht, so bevor so größere Details von dem Spiel bekannt war, habe ich mir immer gedacht, gut, das ist wahrscheinlich wieder so wie ein ETS. Du fährst irgendwie, biegst zweimal ab in der Stadt und dann bist du schon wieder an deinem Ziel in der Stadt, dann biegst du wieder zweimal ab und bist wieder draußen. Hier bin ich eigentlich ganz froh, dass die Städte größer sind, wenn sie mir auch irgendwie nicht gefallen, wie sie sind von der Verkehrsführung her. Also es ist zwar cool, dass die Städte größer sind, dass man ein bisschen durch die Stadt auch durchfährt, weil eben diese Busbahnhöfe meistens sich im Inneren der Stadt befinden. Es ist halt nur durchaus recht und gut so, dass sie ein bisschen weiter drin sind, aber naja, wenn mir die Stadt auch noch gefallen würde, weil da Leute rumlaufen und der Map-Bau ein bisschen anders wäre, dann wäre das alles noch etwas adäquater, ne? Ich könnte es über den Parkplatz fahren. Aber cool, dass da ein Parkplatz steht. Haben sie sich voll was einfallen lassen. Ja, aber es ist halt echt mal was anderes hier. Ein bisschen Parkplatz, das gefällt mir eigentlich. Habe ich bisher auch recht selten gesehen, so ein Parkplatz. Und was mir aufgefallen ist, man kann mit Steam nicht über F12 Screenshots machen. Das hat mich voll irgendwie... Ich mache mal ganz gerne schon währenddessen ein paar schöne Screenshots für Thumbnails oder sowas. Das darf ich dann alles im Nachhinein machen. Aber so ist das halt. Das lohnt sich eigentlich Let's Player. Ich weiß, was will ich denn machen? Ist das so ein Ernst? Wenn ich jetzt den Unfall krieg, dann klatscht was, aber kein Beifall. So. Nee, habe ich keinen Unfall bekommen. Gut. Ich hab schon gedacht. So, Ampelchen. Dankeschön. Presche mal einmal hin vor, dass wir das Squirrel-Werbung auf dem Ding da. Ach süß. So, dann machen wir hier einmal den da. Am besten nicht auf die Gegenspur. So, nach vorne wieder einmal. Ist natürlich wieder rot. Warum denn auch nicht? Ja gut, aber es ist halt Innenstadt. Das ist halt, da kannst du nichts machen. Was ist das Gelbe da? Ach, wie C. Okay. Warum sollte ich als Busfahrer das sehen, ob gerade jemand auf dem Klo ist? Ich weiß es nicht. Es interessiert mich brennend, das hinten gerade. Wobei, da kann ich vorsichtiger fahren. Das ist schon jetzt nicht mehr. Es ist jetzt aus. Nee, ist immer noch an. Ich glaube, ich habe Tomate auf den Augen. Naja, ich muss das noch ein bisschen... Hier muss ich noch ein bisschen gucken mit dem Spiel. Na, muss ich noch ein bisschen gucken. So, ist jetzt hier grün. Ich würde gerne über die grüne Ampel drüber kommen. Also nicht oben drüber, das ist nicht örtlich gesehen, sondern an der Ampel vorbei. Ist immer noch grün. Am besten kein Blitzer da. Ja, sieht gut aus. Wobei, es hat auch jemand bemerkt. Blitzer wäre egal, weil ich habe ja eh kein Kennzeichen. Das stimmt. So, das ist jetzt aber rot. Da kannst du nichts sagen. Das hier soll der Bahnhof. Das könnte der Bahnhof sein, könnte ich mir vorstellen. Sieht mir irgendwie nach Bahnhof aus. Ich war noch nie in Köln am Bahnhof, aber es könnte der Bahnhof sein. So vom Ding her hat das was von Bahnhofshalle. Oh, da fährt doch ein Zug. Da habe ich nichts gesagt. Aber gerade auf der Brücke könnte... Der fuhr ein bisschen sehr schnell dafür, dass der gleich im Bahnhof kommt. Ja gut, man könnte einfach die Geschwindigkeit... Man macht mal halb so schnell, da sieht man den Zug auch eher. Also das finde ich irgendwie cool, wenn der so ganz gemütlich so über die ganzen Brücken tuckern. Also nicht zu gemütlich, dass sie fast stehen bleiben, aber halt... Ihr wisst schon, so ungefähr V-Max, die da eben ist. Und macht gerade, wenn man in den Bahnhof einfährt, da fährt man nicht mit seinen 120 da lang, was der gerade irgendwie gefühlt gefahren ist. Finde ich dann aber cool, so ein bisschen mehr Züge vor allem auch. Also die auch Wasser transportieren, weil es mehr Züge sind und Salz. Ah, jetzt bist du lustig. Ja, es ist ein Highlight, gell? Jo, wie sieht's denn da vorne aus? Mal abgesehen, dass es mal grün wird, könnt ihr mich auch gucken, wie ich von den Navi her bin. Ja, wie von Navi. Wir können auch leider keinen Alternativweg fahren, weil das halt sehr schlauchig gebaut ist, diese Stadt. Dann kannst du halt einfach nichts machen. So. Geradeaus geht links und rechts geht. Ah, geht auch rechts und geradeaus. Aber nein, ich darf nicht auf der Rechts- und Geradeaus-Spur fahren, weil das ist ja böse. Oh, ein Zug. Das ist ein Durchstoß. Das ist wahrscheinlich Durchstoß. Ich muss mal gucken. Schau mal, ob es auch andere Züge gibt oder nicht. Ich würde mich alle mal interessieren hier gerade. Die Beleuchtung irgendwie unter den Dingern, das ist nicht ganz so der Brüller. Naja, gut. Ah, wir müssen abbiegen. Dann können wir gleich mal schauen. Warte mal nach außen und dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Züge. Keiner da. Nee, nur Baustellen. Und hier bin der Bus nicht mehr. Ah, gut. Fahren wir auf einmal nicht mehr. Gut. Also die Barriere hier, die hält auch den Sound auf da. Wenn du hinter dieser Barriere bist, ist der Sound aus. Davor ist der Sound wieder da. So ist das hier in Köln, ne?
Ich finde nur, dass das Mysterium von Köln hat. Jede Stadt zu seinem Mysterium. Also nicht Ministerium, sondern Mysterium. Ihr wisst, was ich meine. So, Hannover, genau. Aber ordentlich voll in die Hütte. Wie gesagt, wir haben nicht allzu viele Leute, die einsteigen müssen, was ich eigentlich ganz begrüße. Wir brauchen nicht ganz so viele Leute begrüßen. Ha, lustig. Ja, Josh, das ist super. Das ist ein Highlight. So. Vor allem diese Fußgängerampel, die grün sind da, die kann ich mir eigentlich auch schenken, weil die, das ist ja eh keiner. So, zack. Die du, 3 Kilometis. Ja, wir fahren jetzt einmal in den Bahnhof rum irgendwie. Das ist ein Kreisverkehr. Tatsache. Da ist keiner, das heißt, ich kann gerade einmal hier. So, ich brauche beide Spuren. Ich bin Bus. So, und dann gucken wir mal hier. Ja, das könnte der Bahnhof sein. Ah, da oben, ja, das sind Züge. Ist aber recht schnell. Könnte auch ein ICE sein, was das ist. Ja, und das schwebt. Und da hinten kein Kopf. Warum denn auch? So, die erste Reihe. Ja, tatsächlich die erste Reihe. Das ist... Oh, steht da was? Warte mal. Hätte ich aber anders aussehen müssen, wenn ich die Züge begutachten. Schauen wir mal, ob man da noch reinkommt mit der Physik hier. Na, Liegt nicht nur in der Physik, sondern auch ein bisschen an meinem Können. Ach, das sind noch 2 Kilometer. Ich verstehe. Das sind noch 2 Kilometer bis hierhin. Dann ist der Bus auch 3 Kilometer lang. Deswegen komme ich da auch nicht rum. So. Köln freigeschaltet. Das freut uns alle. So. Kann man auch hier, würde ich sagen, mal wieder hier ein bisschen was sparen. Das lassen wir mal an. Machen wir mal ein bisschen die Türen schon mal auf. Und da bleibt auch ein bisschen die Klima an. Sie denken ja auch nicht verkehrt, dann machen wir einmal auf und dann checken wir, nehmt mal eure Taschen und verschwindet mal. So. Ist, glaube ich, besser so. So, dann machen wir hier einmal wieder Check-in. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Ja, nach Hannover fahren wir hin. Das können wir hier Ihnen anbieten. So. Wunderbar. 10.17 Uhr, warum blinkst du denn? Ach, wegen drauftippen. Okay, danke. So. Mein Ticket? Ja, Ticket. Du bist die, jetzt können wir mal gucken, sind 2 Leute. Du bist die Zoe. Ich hätte erst Lieselotte, eingeschätzt. So, was... Ihr seid aber sehr viele hier noch dafür, dass ihr alle nicht mit wollt. Du hast noch ein Ticket in der Hand. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, du musst dich nach Mannheim. Also, schauen wir mal ganz kurz. Das ist aber gelogen. X03, Direction Hannover, da kommst du nicht in Mannheim vorbei. Ich habe wohl meinen Bus verpasst. Und du da? Wer von euch wollte es noch mit? Hallo? Irgendwann von euch wollte doch noch mit. Ich habe da noch einen auf der Liste, der mit möchte. Ne, wir haben alle drin. Diese Lotte und die Zoe haben wir drin. Okay. Dann können wir eigentlich Fahrt starten. 10.51 Uhr. Machen wir vor der Nacht Dortmund Pause. Warte mal, ich schau mal kurz, gucke Karte. Vor der Nacht Dortmund. Wir machen nach Dortmund Pause. Die Frage ist, geht das auf die Lenkzeit? Das würde mich mehr interessieren. Also, wir haben jetzt Lenkzeit. Sage und schreibe 3,1 Stunden. Und wenn wir jetzt mal hier einmal den da machen, dann haben wir... Ah, das ist wirklich die Lenkzeit. Okay, dann kann man das so machen. Dann können wir das immer so machen. Dann haben wir auch ein bisschen was vom Tag. So, Türchen zu. Luke. Ich habe Luke vergessen. Luke ist noch da. Luke wollte da bleiben. So, dann machen wir mal den hier, dann gucken wir mal. Fahrtstarten haben wir gedrückt. Dann der Display sollte sich eigentlich auch umstellen. Genau, nächster halt Dortmund. So, dann machen wir, haben wir zugemacht. Jetzt ist zu. Ist zu, wunderbar. Machen wir einmal den Gang, ein bisschen Licht und los geht's. So. So, wir sind hier in Köln sogar pünktlich angekommen. Das heißt, unseren nächsten Halt Dortmund sollten wir planmäßig um... Wie viel war es? 12.35 Uhr? Sollten wir planmäßig um 12.35 Uhr erreicht haben. Und wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste hier bei Flixbus und wünschen ihnen eine gute und angenehme Fahrt, ne? Wisst ihr Bescheid? So, ich fände es noch angenehmer, wenn... immer ein bisschen hier aus den Botten kommt. Was machen die da vorne außer einen Unfall bauen? Die spawnt mal einer von denen, damit ich weiterfahren kann. Ach, ich kann mir da Gäff schon trinken. Aber zählt das hier auch als Lenkzeit, wenn ich hier rumstehe oder nur wenn ich fahre? Also die Berechnung der Lenkzeit bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber hey, was willst du machen? So. Fahrt's mal los. Dudut. Wie war das? Die Einfahrten haben Vorfahrt seit wann? Dann fahr auch.
Wenn du mir schon die Vorfahrt nimmst, dann aber richtig. So, können wir hier mal ein bisschen weiter ausschwenken. Meinetwegen, ich bin ein langer Bus. Ich bin ein Bus. So, da vorne müssen wir, glaube ich, nach links. Wenn mich mein grandioser Orientierungssinn, der gerade die Ampel auf Rot geschaltet hat, nicht trübt, dann dürfen wir da einmal nach links. So. Fahren wir ein bisschen gemütlicher da ran. Oder könnten wir ja eigentlich auch mal die Lampen ausschalten, oder braucht ihr Lampen da hinten?